Mädelfreunde, ja, willkommen bei Wingelwochen. Ihr seht schon, wir haben heute nicht den Drachenlord hier vor uns, sondern ein neues Geschöpf namens einfach nur Ennis auf Facebook. Ich glaube, der hat auch TikTok, aber das juckt mich nicht. Ja, ich hatte es, für die Aufmerksamen, die wissen es schon, ich hatte es im letzten Podcast mit dem Rübenfuchs erwähnt, dass ich da auf wen gestoßen bin und da vielleicht mal ein, zwei Videos drüber machen möchte. Und ich werde einfach so testweise so ein, zwei Videos einfach mal machen, gucken, wie die bei euch ankommen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass wir öfter auf den reagieren, der hat wirklich teilweise lange Streams mit so 40 Minuten bis 2, 3 Stunden, wo wir auch noch drauf reagieren könnten, dann sagt gern Bescheid, schreibt einfach mal eure Meinung rein. Ja, wer den noch nicht kennt, ich werde euch ganz kurz mal erklären, wer das ist oder beziehungsweise was er so macht. Also, dieser Typ ist ein, ich würde einfach sagen, Sozialschmarotzer, kann man so sagen, der das Bürgergeld quasi dafür ausnutzt, nichts zu tun und ein bisschen Geld nebenbei zu haben und damit in Urlaub zu fliegen. Und das zelebriert er halt in seinen Facebook-Livestreams. Ich weiß, Facebook-Livestreams, ich bin Rentner, dass ich überhaupt auf sowas gestoßen bin, müsste, wenn ich sage, alles gut. Aber er zelebriert das sehr in seinen Facebook-Livestreams. Also da macht er zum Beispiel Streams mit der Überschrift: Bin jetzt im Urlaub, danke Steuerzahler, ihr geht schön arbeiten, während ich im Pool chille oder so. Und wir haben hier einen 50-Sekunden-Clip, das war das allererste, was ich von ihm gesehen habe. Und Leute, also ich sage euch, wie es ist, wenn ihr leicht zu provozieren seid, dann sage ich euch jetzt eins: Schaltet einfach ab. Weil er gibt jetzt Vollgas. Er gibt jetzt einfach Vollgas. Ich fand den als Maske sehr, sehr unterhaltsam. Und ich lasse mich ja halt auch gerne provozieren. Und deswegen dachte ich, ich zeige euch den einfach in ein, zwei Videos. Und wenn ihr den gar nicht fühlt, dann machen wir halt nicht weiter mit dem. Aber wenn ihr Bock drauf habt, machen wir den vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen nebenbei. Naja. Wir gucken uns jetzt einmal dieses 50-Sekunden-Video an und danach noch ein 4-Minuten-Video und ich würde erstmal sagen, wir gehen rein da und hören mal dem Guten zu, was er zu sagen hat. Natürlich kommen zuerst die Mitglieder, die ich nie vergesse, nämlich alle ab Wongel Level 5 und 10. Vielen Dank an AMBX, an Internet Kasper, Cutebutt Psycho, wir haben noch Bertkurt und Bianca Gatzenmulle auf Level 5, vielen lieben Dank. Und ein besonderes Dankeschön geht raus an Metterling, Xenomorph, Buttergolem, ASB, Oberpfalz-Hater, der brennende Mikrowellenmuffin und Soldier TV für Wongel Level 10. Danke für euren ehrenhaften Support. So, wir gehen rein und hören mal hier den guten Mann zu. Na, musstet ihr heute Morgen wieder früh aufstehen? Hat euer Wecker um 5.40 Uhr geklingelt und ihr musstet rausgehen und 2 Mindestlohn arbeiten, mit dem ihr euch nicht mal 3 Urlaube im Jahr leisten könnt? Das habe ich vergessen zu erwähnen. Er hat einen übertriebenen Sprachfehler. Er hat einen übertriebenen Sprachfehler oder er ist ein bisschen geistig eingeschränkt. Ich habe keine Ahnung. Eins von beiden, vielleicht auch beides, keine Ahnung. Aber ja, ihr merkt schon, der hat auf jeden Fall Bock zu provozieren. Und möchte mit Menschen zusammen arbeiten, auf die ihr gar keinen Bock habt? Oh, also ich lebe vom Bürgergeld. Ich chill in meinem Pool. Ich bin ein kleiner verdienter Bengel. Ja. Und dann kann ich euch den Abrutscher-Muttersprung. Da habt ihr es! Ja, und das war's auch schon. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr lustig, den korpulenten Mann da rumspringen zu sehen in seinem Urlaub, wo er wahrscheinlich mit seinem Bürgergeld 3 Jahre drauf sparen musste und dann zu sagen: So, ja, ihr müsst früh aufstehen und ich kann mir alles leisten. Naja, kann man halten, was man will von. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr unterhalten davon. Wir gucken mal ins nächste Video rein. So, wir sehen uns im zweiten Video drin. Und es geht nur auf 4 Minuten 46, also auch entspannt. Er chillt da ein bisschen in so einer Liga und ist irgendwo am Meer. Wir hören mal, was er zu sagen hat. Let's go. Denke ich euch alle klar bei euch. Was macht ihr so? Junge, diese Kameraführung auch wirklich 10 von 10. Hat auch ein bisschen was von Rainer mit dem Rumgeschlenkre. Er will so das Meer zeigen, kriegt es aber auch nicht richtig hin. Und ich hoffe, er bekommt mal in dem Video ein bisschen die Zähne auseinander, dass man vielleicht auch mal einen Satz versteht von dem, was er da von sich stammelt.
ja, Bürgergeld schmeckt. Ja, na, möchte wieder arbeiten, möchte wieder mal lochen, Steuern bezahlen. Ich habe das beste Leben, so, ich kann mich nicht beklagen, so, ich kann mich nicht beschweren, so, von daher alles gut, so, alles tipptopp hier. Ja, freut mich, dass dein Urlaub schön ist. Wie gesagt, ich hätte gerne gewusst, wie lange du mit Bürgergeld darauf gespart hast. Aber ja, ist doch toll. Wie gesagt, gönn dir. Ja, keine Ahnung. Also ich kann mir nicht erklären, warum macht man das. Naja, natürlich, um, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich durch die Provokation ein bisschen Reichweite zu kriegen, dass mehr Leute einen kennen und dann vielleicht irgendwie Leute noch auf TikTok rüber zu bekommen oder keine Ahnung, aber. Ja, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Auf jeden Fall ein bisschen Reichweite kriegt er ja. Vielleicht gucken ein, zwei von meinen Zuschauern dann auch mal rüber zu ihm. Sollen sie machen, ist ja, ja, okay, alles gut. Aber ich wollte euch den Typen nicht vorenthalten, weil der ist wirklich, also, ja, der ist halt wirklich sehr, sehr unterhaltsam, wie ich finde. Und vor allem, ich verstehe halt auch nicht, glaubt er wirklich, dass das so eine gute Idee ist, so viele Leute gegen sich aufzubringen und zu provozieren? Drachenlord hat's vorgemacht, das ist eigentlich nie unbedingt so eine gute Idee. Naja, egal, wir machen weiter. Und erklärt mal, wie geht's euch? Ich gehe auch mal wieder in den Pool oder vielleicht an den Meer oder ans Meer. Bin irgendwie stabil, ja. Mhm. Und was macht ihr so? Na, muss ich hier heute Morgen wieder aufstehen? Hat euer Wecker um 4.30 Uhr geklingelt und ihr musstet raus auf Frühschicht? Oh, nee, nee, nee. Aber ich lebe vom Bürgergeld. Ich kann mir alle gleich, was ich will. Ich chill mein Leben. Ich kann ausschlafen. Und ich mach auch keinen Sinn, mich beim Jobcenter oder Arbeitsamt zu melden, weil das sind meine Fans, die feiern mich. Die lachen euch aus, wenn ihr am Telefon seid. Hallo, ich bin ein unbekannter anonymer Hater. Da ist so ein NSAB, der mit Bürgergeld Urlaub macht. Ja. Die lachen euch aus, Alter. Also merkt ihr das nicht so? Also. Kann man das melden? Ich meine, im Grunde ist es ja sein Geld. Da kann er doch eigentlich machen, was er will, oder? Also vielleicht seid ihr in den Kommentar wieder schlauer, schreibt es gerne rein, aber das kann man doch nicht melden, oder? Ich meine, wenn er das jetzt irgendwie für illegale Geschäfte benutzen würde, wäre es was anderes oder so, aber wenn er halt damit Urlaub macht, mein Gott, das ist doch dann halt sein Geld, mehr oder weniger. Ist zwar vom Steuerzahler, beziehungsweise vom Staat halt, aber ja, ob er sich damit jetzt einen Urlaub oder, weiß ich nicht, Essen kauft, ich glaube, das juckt die vom Jobcenter nicht unbedingt, oder? Ist halt immer wieder lustig, so, weil ich so, das ist schon witzig. Also ich lache euch auch, aber ja. Guck mal, ich habe euch schon mal gesagt, ne? Ich habe euch auch letztes Jahr schon gesagt, ihr könnt nicht gegen mich auch richten. Der bettet richtig drum, ne? Der bettet richtig drum, gehatet zu werden. Das ist wirklich faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Er ist wie Rainer, nur dass er viel, viel aktiver bettelt. So, als ob er ein Schild auf dem Kopf hat, wo drauf steht, bitte, bitte hate mich. Wirklich unglaublich. Ich hab's euch schon mal gesagt, ihr könnt nichts gegen mich ausrichten. Leute, ihr habt's gehört, ihr seid machtlos gegen Ennis. Da könnt ihr nichts machen. Ich hab euch schon letztes Jahr gesagt, ne? Ihr könnt nicht gegen mich ausrichten. Vergesst es. Ich sitz am längeren Hebel. Gebt endlich auf. Und so. Deswegen. Und stirbt vor Neid, Alter. Sterbt ihr gerade vor Neid, Leute? Also ich ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin total eifersüchtig. Ich sitze hier und ärgere mich auch die ganze Zeit einfach, warum ich nicht so ein nices Leben habe wie dieser Boy. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ne? Ich war gleich gar nicht heute, ja, und ja. Das Einzige, was halt an mich massiv abfuckt, ist halt, ich habe ihn wirklich auf 300% hochgeschraubt, ne? Und ich verstehe ihn teilweise manchmal trotzdem nicht, weil er erstmal leise ist und halt wirklich einfach den Mund nicht aufbekommt, ne? Und kann ich echt laut, auch, weil es ganz komisch macht.
Also wirklich, ich verstehe leider die Hälfte von seinem Gesabbel nicht. Es sei denn, er sagt es mal ordentlich in die Kamera. Guckt euch die Aussicht an. Mach immer mehr, ne? Beste. Durchgehalten. Na, fall nicht runter, mach ganz vorsichtig. Junge, also der. Junge, ich fühle mich durch seine Gesichtskürbis schon fast mehr provoziert, ganz ehrlich. Junge, kann der das mal lassen, Alter? Das macht mich schon ein bisschen aggressiv gerade. Ja, mein Gott, mach dir wie geht gleich. Na, möchte gerade arbeiten. Leute, müsst ihr gerade arbeiten, schreibt's rein. Ach so, na gut, ich bin natürlich dumm. Natürlich kann man das beim Jobcenter anzeigen, oder? Wenn jemand aktiv sich keinen Job sucht und quasi nur Schmarotzen tut. Ja, stimmt, nee, das kann man natürlich eigentlich da angeben, oder? Ich weiß nicht, aber da müssen die doch da noch durchgreifen. Gibt es da nicht sowas wie Sanktionen oder so, dass man da bis zu 50% sanktioniert werden kann? Oder ja, ich kenne mich da halt leider gar nicht so gut aus. Schreibt mir das gerne rein, ich bin da wirklich ein bisschen lost. Möchte leben. Irgendwann, ich bin nachher wieder bei TikTok live, wenn du nachher Bescheid möchtest. Ja, da gucke ich nicht hin, Alter. TikTok ist mir ja doch ein bisschen zu viel. Ja, alles gut. Ja. Ich finde es auch einfach geil, wie er wirklich nichts zu sagen hat. Außer seinen Standardspruch, ja, ihr müsst arbeiten, bla bla bla, ja, guck mal die Aussicht, bla bla bla. Jetzt liege ich mal noch eine Minute da und hab Gesichtskürbis und mehr sage ich nicht. Wirklich, also toll, der hat wirklich ganz viel zu sagen. Ja, danke dann. Später und tschüss. Ja, und das war's, Leute. Was soll ich euch sagen? 10 von 10 auf jeden Fall, Unterhaltungskanone. Ja, ich finde ganz witzig. Ihr müsst natürlich entscheiden, ob ihr das auf dem Kanal auch ab und zu sehen wollt. Schreibt mir das gern rein. Ich, wie gesagt, ich muss ja auch auf euer Feedback ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, ich find den lustig. Es gibt da wirklich lange Streams, die wir uns da angucken könnten, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich finde, der Typ hat es schon verdient. Also das ist schon, der schreit halt wirklich nach Aufmerksamkeit und Hate. Also kannst du mir halt wirklich nie anders erzählen. Naja, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Wingelwongel. Und ja, seid nicht wie der Typ, sondern ja, geht ordentlich arbeiten. Und genießt dann 3-4 Urlaube im Jahr. Keine Ahnung. Nein, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.